Heute bei dem schönen Wetter machen wir wieder einen Ausflug in die Oberlausitzer Parklandschaft. Heute sind wir in Gaußig und werden uns die Rhododendronblüte im Park Gaußig, für die der Park berühmt ist, ansehen. Zunächst aber erstmal was zum Schloss, also ein bisschen Geschichtliches. Das Schloss an sich wurde um 1700 hier errichtet als Barockbau und ist dann 1800 von der Gräfin Henriette von Chalriacourt nochmal umgebaut worden, in dem jetzigen Zustand, im klassizistisch-palladianischen Stil. Das schöne Schieferdach, was wir schon gesehen haben vielleicht, ist dann um 1870 draufgekommen und dadurch hat das Schloss wirklich einen Charakter, so einen französischen Charakter. Was auch interessant ist, dass noch mehrere Umbauten erfolgten bei dem Schloss, dass eine katholische kleine Kapelle dran gekommen ist, auch um 1890 rum und dann nochmal ein Bibliotheksanbau um 1907, der angepasst wurde an die eigentliche Schlossfassadengestaltung. Das ganze Ensemble umgab zunächst ein sogenannter Pleasure Ground. Und Pleasure Ground ist so zu definieren, dass es Blumengärten etc. Waren. Also sehr, sehr intensiv gestaltete Anlagen, also ein Wohnraum im Freien, wie man das so einfach nennen kann, mit Blumenpflanzung und sehr vielen exotischen Gehölzen. Das Schloss war, also die Eigentümer des Schlosses wurden 1945 enteignet. Danach war es im Betrieb der TU Dresden, die hier ein Schulungsheim bzw. eine Bildungsstätte hatten. Und die TU Dresden hat sich so sehr intensiv um den Park auch gekümmert. Also da befand sich der Park wirklich noch in Pflege, es wurde wirklich intensiv geforscht, es wurde nachgepflanzt. So, und dann kam die Wende. Das war etwas chaotisch für die ganze Gesamtanlage, weil es zunächst vom Freistaat an eine irische Gesellschaft verkauft wurde. Die haben Park und Schloss wirklich nicht gepflegt. Dann ist es wieder zurück an den Freistaat Sachsen gekommen, glücklicherweise. Und danach hat es ein Privatier oder Graf von Brühl-Pohl übernommen und hier ein Hotel draus gemacht. So, und wir werden jetzt nach dem Einstieg in den Park reingehen und uns die Rhododendronblüte ansehen. So, jetzt haben wir hier den Schwachsinn der Woche. Alle Parkanlagen dürfen wieder begangen werden. Alle Zoos sind wieder offen. Aber der Haupteingang zum Park Gaußig ist völlig verriegelt und verrammelt. Aufgrund der aktuellen Situation. Das ist völlig überzogen. Die sollen das wieder aufmachen. Wir haben jetzt gerade hier auch Leute erlebt, die den Park besuchen wollten und waren völlig enttäuscht, dass sie eben nicht rein konnten. Thank you.
Wir haben es nochmal am zweiten Eingang zum Park probiert. Es ist so, dass hier auch ein sehr putziges Schild dran steht, was meines Erachtens nicht gerechtfertigt ist. Man kann einen öffentlichen Park nicht sperren, nur weil der Besitzer der Schlossanlage mit dem dazugehörigen vorderen Parkteil hier irgendwelche Ansprüche stellt. Ein öffentlicher Park sollte zugänglich gemacht werden und die Parkanlagen sind öffentlich zugänglich gemacht worden, schon seit langem jetzt oder seit einigen Tagen. Und das geht einfach so nie und hier müsste schleunigst was geändert werden. Gerade zu der Rhododendronblüte würden sehr viele Leute gerne im Park spazieren gehen. Und das macht mich wirklich etwas traurig. Ich hätte euch heute gerne den Schlosspark in Gaußig vorgestellt, mit all seiner Blütenpracht. Ging leider nicht durch behördliche Anordnung. Vielleicht kann man später mal hingehen. Ein Tipp ist aber auf alle Fälle wert. Wir haben es versucht mit Luftaufnahmen zu machen, dass wir die Rhododendronblüte sehen. Aber der Park müsste schleunigst geöffnet werden.